Willkommen zu unserer Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 2. Hier steht Aufsicht dran, das ist die falsche Folie, wie ich feststelle. Wir brauchen nämlich eigentlich die Folie Nummer 10. Ja, diese Folie brauchen wir. Also, willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung 2 GmbH. Wir sind bei der vorletzten Vorlesung. Wir werden heute das Thema GmbH und KKG behandeln. Nächste Woche werde ich mit Ihnen Klausurvorbereitung machen, damit Sie, wenn Sie die Klausur mitschreiben wollen, 18 Punkte machen können. Wenn Sie nicht mitschreiben, machen Sie halt keine 18 Punkte. Dann machen Sie halt Bilanzrecht oder irgendwas. Ist mir egal. So, wir machen hier GmbH-Recht. Das, womit Sie hinterher im Leben Geld verdienen können und bekannt und beliebt werden. Wir haben in der vergangenen Woche gesprochen über den Aufsichtsrat, insbesondere über die Mitbestimmung. Heute sprechen wir über die GmbH und KKG. Die GmbH und KKG ist extrem wichtig. Wenn Sie mal die Straße lang gehen, dann sehen Sie eine ganze Reihe Geschäfte, die als GmbH und KKG geführt werden. Oder es gibt sogar eine GmbH und KKG AA, nämlich Henkel in Düsseldorf. All das und mehr heute in dieser Vorlesung, verschachtelte Gesellschaftsformen. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Wiederholung der vergangenen Woche. Das heißt zum Aufsichtsrat. Und die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich im GmbH-Recht mit Aufsichtsrat beschäftigt, ist ein wenig anders als im Aktienrecht. Sie müssen sich nämlich fragen, warum müssen Sie unterscheiden zwischen dem obligatorischen, pflichtigen Aufsichtsrat und dem freiwilligen Aufsichtsrat, der eben nicht zwangsweise eingerichtet ist? Warum müssen Sie da überhaupt einen Unterschied machen? Ist nicht Aufsichtsrat gleich Aufsichtsrat? Was meinen Sie dazu? Ist das nicht egal? Hauptsache, es gibt einen Aufsichtsrat, dann ist es doch geklärt. Im Aktienrecht ist es ja auch so, gibt es den Aufsichtsrat und läuft doch alles. Warum überhaupt? Was meinen Sie dazu? Wenn wir einen obligatorischen Aufsichtsrat haben, sind wir an die Vorschriften des Aktiengesetzes gebunden und beim kompetitiven Aufsichtsrat haben wir Satzungsfreiheit. So ist es. Nach 52 GmbH-Gesetz gelten zwar im Zweifel eine ganze Reihe Vorschriften des Aktienrechts, aber Sie können im Grundsatz das auch ganz anders regeln und sagen, wir nehmen die und die und die stattdessen nicht. Das ist Ihnen alles überlassen. Wenn Sie einen obligatorischen Aufsichtsrat haben, dann gelten bestimmte Vorschriften des Aktienrechts zwingend. Das heißt, selbst wenn Sie die gar nicht haben wollen, müssen Sie sich trotzdem dran halten. Das bringt uns natürlich zu einer gewissen Folgefrage. Warum sollte man überhaupt einen solchen fakultativen Aufsichtsrat schaffen? Was kann einen dazu veranlassen, dass man so ein zusätzliches Organ schafft? Denn man hat ja schon Geschäftsführer und die Gesellschafter als Willensbildungsorgan. Also wofür braucht man dann noch einen freiwilligen Aufsichtsrat? Haben Sie dafür eine Erklärung? Was könnte der Grund sein? Ja? Zum Beispiel, wenn man Sachen hat wie Venture Capital zur Entlastung der Gesellschafterverwaltung, also wenn ich viele Investoren habe und ich möchte aber nur einige wenige in den Aufsichtsrat setzen, der dann die Investoren von der Geschäftsführung für die Aufgaben beschäftigt. Ja, natürlich ein ganz wesentlicher Grund ist die Entlastung der Gesellschafter von der Überwachungsarbeit. Normalerweise liegt ja die Pflicht, die Geschäftsführung zu überwachen oder die Obliegenheit bei den Gesellschaftern. Wenn die aber Besseres zu tun haben mit ihrer Zeit, ist es schlau, dafür jemanden anzustellen, der da was von weiß. Und dafür schafft man einen Aufsichtsrat, der sozusagen das regelmäßig betreiben kann und hauptberuflich betreiben kann und dadurch die Gesellschafter von dieser Last befreit. Ist das der einzig denkbare Grund, warum Sie einen Aufsichtsrat schaffen können? Entlastung der Gesellschafter. Ja? Also die Aufsichtsratmitglieder bringen ja auch ein gewisses Know-how mit ein in die Gesellschaft, sodass die
Sehr gut, man sagt, möglicherweise sind die Gesellschafter gar nicht in der Lage, kompetent zu beurteilen und möglicherweise sind die Geschäftsführer in ihren Handlungen dadurch zu frei. Das heißt, man weiß gar nicht, ob die Geschäfte gut oder schlecht führen. Das heißt, man holt sich Kompetenz ins Unternehmen und der Aufsichtsrat kann dann auch die Zweckmäßigkeit, nicht nur die Rechtmäßigkeit, des Geschäftsführungshandelns prüfen und entsprechend die Gesellschafter beraten und sagen, ja hört mal, euer Geschäftsführer hat keine Ahnung, der ist gar nicht in dem Business drin, der müsste da was anderes machen. Also in der Tat, Sie können sich Kompetenz ins Unternehmen holen, indem Sie Aufsichtsratsmitglieder wählen. Also haben wir erstmal die Entlastung der Gesellschafter von der Überwachung. Zweitens, Kompetenz ins Unternehmen. Fällt Ihnen noch mehr ein? Was kann man noch tun? Ja? Wenn ich möchte, dass meine Arbeitgeber mir vertrauen, dann macht es eventuell Sinn, dass ich einen Aufsichtsrat errichte mit einer Arbeitnehmerbeteiligung. Ja, in der Tat. Ich kann das als Vertrauensförderungsmaßnahme machen. Ich kann sogar im freiwilligen Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter reinsetzen und dadurch Vertrauen schaffen und möglicherweise mehr Sicherheit, sodass meine Arbeitnehmer auch das Gefühl haben, dass sie ein Mitspracherecht haben und vielleicht auch die Krise vorab hören, um dann auch auf Lohn zu verzichten oder Ähnliches. Auch das ist eine denkbare Erklärung, warum ich einen freiwilligen Aufsichtsrat sogar mit Arbeitnehmerbeteiligung schaffen kann. Fällt Ihnen noch was ein? Freiwillige Aufsichtsräte. Ja? Sehr gut. Also der Aufsichtsrat wirkt für Dritte möglicherweise kreditwürdigkeitsfördernd. Man geht also hin und sieht von außen, dieses Unternehmen unterwirft sich selbst freiwillig Kontrollen. Das heißt, da wird auch vernünftiger mit dem Geld umgegangen. Das heißt, mein Risiko als Geld- oder Warenkreditgeber ist niedriger, weil ich eine unabhängige Aufsicht über die Geschäftsführungstätigkeit habe. Das heißt, es gibt ein Signal, wir stehen für Überwachung, Kontrolle, Sicherheit. Wir sind nicht so wie das Fähnchen im Wind, sondern wir sind sicher. Noch ein letzter Punkt, fällt Ihnen noch was ein? Oder haben wir jetzt wirklich alles? Alles, was ein Aufsichtsrat begründen kann? Denken Sie mal an Schwimmbäder oder an Straßenverkehr, also Straßenbahn und Ähnliches. Ja, bei Unternehmen und Staatsanwaltschaften kann da irgendwie also eine gewisse Macht von Dritten durch den Aufsichtsrat, also eine Drittbeteiligung gesichert werden. Ja, es kann ein Einfluss von außen gesichert werden, ein zumindest geringer Einfluss auf die Geschäftsführung, eben durch Zustimmungsvorbehalte. Und das ist insbesondere bei Unternehmen in der öffentlichen Hand wichtig, damit politische Erwägungen da wiedergespiegelt werden, aber gleichzeitig ein gewisser Filter davor geschaltet wird, damit die nicht sozusagen nur, wenn die SPD an die Macht kommt, alles verschenken und wenn die CDU an die Macht kommt, dann alles zu Wucherpreisen verkaufen oder die FDP dann sozusagen alles profitorientiert, sondern dass da eine gewisse Nivellierung stattfindet, gleichzeitig aber doch ein Einfluss der Politik möglich bleibt, damit nicht die AfD demnächst mit großen Märschen durch Bonn marschiert, wenn sie ihre Jahresparteiversammlung hier durchführen will. Nicht, dass es gegen die AfD hätte. Ja, dann kommen wir in der Tat zum eigentlichen Problem. Wann ist ein Aufsichtsrat ein Aufsichtsrat? Ich habe Ihnen eben gesagt, der 52 ist ja dispositiv. Sie können also im Gesellschaftsvertrag hingehen und sagen, wir machen das ganz anders, für unseren Aufsichtsrat gelten ganz andere Regeln. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass die Rechtsprechung da teilweise ein bisschen skeptisch wird. Weil man sagt, naja, wir haben gerade gehört, das fördert die Kreditwürdigkeit. Und wenn ich über irgendwas Aufsichtsrat drüber schreibe, was nicht ein bisschen was an Kontrolle ermöglicht, dann wird das schon
eine Fehlbezeichnung und den Verkehr irreführen, das könnte möglicherweise problematisch sein im Sinne von UWG, dass ich hier Irreführung betreibe. Es könnte aber auch problematisch sein im gesellschaftsrechtlichen Sinne, dass ich hier ein Organ habe, was ich falsch bezeichnet habe und was damit nicht auf Geschäftsbriefen auftauchen darf, zum Beispiel nach 35a GmbH-Gesetz. Also die Frage ist, wann dürfen Sie Aufsichtsrat drüber schreiben und wann sollten Sie lieber was anderes schreiben, sowas wie Beirat, Ältestenrat, Beratungsrat, Ratrat, keine Ahnung, Rat ab. Also Sie können sich da kreative Sachen ausdenken. Ab wann dürfen Sie es denn Aufsichtsrat bezeichnen? Was meinen Sie? Was ist der Kern des Aufsichtsrats? Ja? Ja, also ein wesentlicher Aspekt ist mit Sicherheit, der Aufsichtsrat muss zumindest sehr weitgehende, wenn nicht sogar umfassende Auskunft- und Informationsrechte haben. Er muss also die Möglichkeit haben, dem Vorstand oder dem Geschäftsführer Fragen zu stellen und Unterlagen einzusehen. Reicht das? Stellen wir uns mal vor, welche Probleme könnte mit der Besetzung des Aufsichtsrats auftreten? Könnte es da Probleme geben, wenn Sie bestimmte Leute reinsetzen oder nicht reinsetzen? Könnte das irgendwie problematisch sein? Können Sie da reinsetzen, wen Sie wollen? Ja? Ja, also man sollte zumindest nicht die Geschäftsführer im Aufsichtsrat sitzen haben, weil sonst würde eine Selbstkontrolle stattfinden und das ist ja nicht unser Zweck. Sehr gut. Also die Geschäftsführer sind disqualifiziert, weil man sagt, es ist eine inkompatible Funktion, Überwachung und Überwachter zu sein. Ich kann mich nicht selbst überwachen, das geht nicht. Was würden Sie denn sagen, wenn das die Ehefrauen der Geschäftsführer sind? Die Ehefrauen machen den Aufsichtsrat, die Geschäftsführer machen die Geschäftsführung. Okay? Nicht okay? Wenn Sie sagen, es kommt auf die Beziehung an, die die zueinander haben. Wenn die gut miteinander auskommen, dann ist schlecht. Wenn die sich hassen und eh schon Rosenkrieg den ganzen Tag haben, dann ist doch die perfekte Überwachung. Dann will die Ehefrau den eh was anhängen, dann würde ich es auch gründlich tun. Während so die junge Liebe, da kann man eh nichts machen, das kann man sich auch schenken. Sie muss ja eine objektive und sachgerechte Überwachung sein. Und das ist in dieser Konstellation wahrscheinlich auch eher ausgeschlossen. Also egal, ob die Aufsichtsratsdame dann Hals über Kopf verliebt ist oder schon extreme Hassgefühle gegenüber ihm hat. Ja, in der Tat, man würde sagen, auch die engen Angehörigen sind grundsätzlich disqualifiziert. Gehen wir weiter. Meinen Sie, die Leute müssen Abitur haben oder Jura studiert haben, BWL? Oder können Sie da auch einen, der so nach der 7. Klasse von der Schule abgegangen ist und gesagt hat, bin ein paar Mal sitzen geblieben, aber wissen Sie, Aufsichtsrat mache ich auch noch. Kein Problem, kriege ich hin. Meinen Sie, man muss da so eine gewisse Kompetenz haben? Oder können Sie da jeden nehmen, den Sie nett finden und sagen, komm, mach mal Aufsichtsrat? Ja. Wenn man Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von einer AG hat, dann will ich auch nochmal entsprechend geschult, damit ich verstehe, was da soll. Müssen die geschult werden, meinen Sie? Das ist zumindest gut. Ja. Warum schult man die denn? Damit die dann aufsichtsrechtlich nachkommen. Das könnte man meinen. Die denken das viel zu altruistisch. Wenn Sie jetzt in den Aufsichtsrat gewählt würden, würden Sie zu einer Schulung hingehen? Ich sage Ihnen, Sie können da hingehen. Ich würde mich eher darum kümmern, dass meine, die anderen Arbeitnehmer nicht mehr haben. Ja, das könnten Sie versuchen. Welches Problem haben Sie, wenn Sie die Aufsicht schlecht ausführen? Sie werden immer brav gewählt, aber Sie machen da Mist. Und der Vorstand kassiert das Geld und verteilt das an die Nutten. Und der macht ganz schlimme Dinge damit. Der macht Korruption weltweit. Der baut Autos, die kaputte Motoren haben. Das macht der alles. Und Sie sitzen da und sagen, Hauptsache ich werde gewählt. Welches Problem könnten Sie haben? Ja, Aufsichtsräte sind ja auch haftbar. Aufsichtsräte sind auch haftbar. Das heißt, wenn Sie da sagen, oh, läuft schon alles, ich bin nur der Arbeitnehmervertreter, ich muss hier nichts tun,
dann haften Sie trotzdem. Es gibt keine Ressortaufteilung in dem Sinne, dass Sie sagen können, ich bin ja nur der Arbeitnehmervertreter, ich habe nichts zu sagen. Das hat uns der BGH gelehrt in der Mannesmann-Entscheidung. Sie erinnern sich, es gab Mannesmann in Düsseldorf, die wurden gekauft von Vodafone aus England und die Engländer haben dann dem Vorstand gesagt, du kriegst ganz viel Geld, aber nicht von uns, sondern aus dem Vermögen von Mannesmann. Und dazu musste der Aufsichtsrat entscheiden, dass der Vorstand Geld kriegt. Und dann hat man die halt gefragt, der Arbeitnehmervertreter hat gesagt, das geht mich ja nichts an, ich bin nur der Arbeitnehmervertreter. Und hinterher kam dann das Strafverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, weil die halt Geld der Gesellschaft verschwendet hatten wegen Untreue. Und da hat man gesagt, ja, der Arbeitnehmervertreter, der hätte ja mal Nein sagen müssen, das geht nicht. Zu sagen, ich stimmt schon alles irgendwie, ich bin nur der Arbeitnehmervertreter, das reicht nicht. Zack, Sie kennen das alle von diesem Lederspray-Fall, gleiches Argument, zu sagen, war mir eh alles egal, reicht nicht. Sie müssen mit Nein stimmen. Ja, also, Sie haben schon ein großes Eigeninteresse, sich zu informieren, aber was ist, wenn Sie einfach dumm sind? Und man kann Sie noch so sehr schulen, Sie sind schulungsresistent. Sind Sie dann auch disqualifiziert für den Aufsichtsrat? Können Sie keine dummen Menschen in den Aufsichtsrat wählen? Es gibt Menschen, die sind so dumm, die können Sie doch so viel schulen, die werden eine Bilanz nie lesen können. Ja, die mögen künstlerisch begabt sein, aber die Frage ist, sind die disqualifiziert für den Aufsichtsrat? Die können schön malen und komponieren brillante Stücke und sind Millionär dank Erfolg am Broadway. Ja. Dann kann ich auch sagen, wenn er nicht in der Lage ist, zu beaufsichtigen, dann schadet das irgendwie allen anderen Aufsichtsräten, weil wir dann aus Böse springen. Müssen denn die anderen Aufsichtsräte alle toll sein? Also wenn Sie jetzt eine AG gründen? Wenn Sie eine AG gründen, müssen Sie dann einen guten Aufsichtsrat haben? Gibt es da Anforderungen? Ja. Da steht, dass eine unbeschränkte Geschäftsfähigkeit gegeben sein muss. Ja. Aber ich glaube, Anforderungen an irgendeine Qualifikation oder sowas sind nicht vorhanden. Nein. In der Tat, an Aufsichtsräte schon bei AGs haben wir keine Anforderungen. Das heißt, erst recht bei der GmbH, Sie können jeden Hinz und Kunst dahinstellen. Sie müssen nicht persönlich fähig sein. Sie müssen nur rechtlich sozusagen befähigt sein. Das heißt, Ihre Konstruktion muss sicherstellen, dass diese Menschen zumindest die rechtliche Möglichkeit haben, auch wenn sie die tatsächlich nicht wahrnehmen können, weil sie es vielleicht nicht verstehen. Weil das andere wäre praktisch nicht kontrollierbar, da müsste der Richter jedes Mal gucken, Sie haben jetzt einen ausgetauscht, ist es jetzt besser oder schlechter und das wäre ressourcenmäßig nicht kontrollierbar. Der Richter kontrolliert nur die Satzung und wenn die Satzung stimmt, dann sind Sie raus. Egal wie blöd die Leute sind, die da sitzen. Ja, damit haben wir gesagt, wir brauchen einerseits eine Aufsichtsmöglichkeit, andererseits brauchen wir eine Unabhängigkeit. Frage, brauchen wir auch ein Vetorecht im Sinne von 110 Absatz 4 Zustimmungsvorbehalte? Muss der die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu verhindern? Oder reicht es einfach nur, dass er guckt und mitschreibt und am Ende sagt, war alles schlecht oder gut? Also muss der auch eine Eingriffsbefugnis haben, der Aufsichtsrat? Oder reicht es, wenn er einfach nur guckt? Ja? Ja. In der Tat, die herrschende Meinung sagt, der Aufsichtsrat muss keinerlei Eingriffsbefugnis haben. Das wird allerdings weniger daraus entnommen, dass der 110 da drin steht, sondern es wird eher daraus entnommen, dass halt der 84 nicht da drin steht, also das heißt die Bestellung und Abberufung, dass der 87 nicht da drin steht, das heißt die Vergütung, das heißt, oder auch die Klagebefugnis nach 113, all das fehlt.
Also die typischen Befugnisse, die Macht des Aufsichtsrats, dass er Schadensersatz verlangen kann, dass er das Gehalt runtersetzen könnte, dass er Leute entlassen könnte, weil die Hauptmacht schon fehlt, sagt man, kann ich auch das letzte Quäntchen nehmen und sagen, auch den Zustimmungsvorbehalt kriegst du nicht. Das heißt, wenn du was willst, frag die Gesellschafter. Dein einziger Job ist zu gucken. Das heißt, der rein guckende Aufsichtsrat wäre auch schon ein Aufsichtsrat im Sinne des Gesetzes. Ja, gut. Damit sind wir dann auch bei der letzten Frage. Inwieweit kann ein freiwilliger oder obligatorischer Aufsichtsrat Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen? Fangen wir vielleicht mit dem obligatorischen Aufsichtsrat an. Da haben wir ja gesehen, es gibt da zwei Stufen, könnte man sagen. Einerseits die Drittelbeteiligung, angesetzt ab 500 Arbeitnehmer, wo dann einer von dreien Arbeitnehmervertreter ist. Und Stufe 2, die echte Mitbestimmung, die paritätische Mitbestimmung ab 2000 Arbeitnehmern. Welche Befugnisse hat der Aufsichtsrat in solchen Gesellschaften auf die Geschäftsführer einzuwirken? Ja. Wir haben ja in § 52 Absatz 1 den Verweis in 111 und da steht ja drin in Absatz 2, dass bestimmte Geschäfte von der Zustimmung des Aufsichtsrats abhängig gemacht werden können. Ja, in der Tat. Die Zustimmungsvorbehalte sind das Hauptmachtmittel des Aufsichtsrats und das hat er grundsätzlich beim Freiwilligen, zwingend bei allen Obligatorischen. Das heißt, die Zustimmungsvorbehalte haben wir immer, außer die Gesellschaft hat einen freiwilligen Aufsichtsrat und sich ausdrücklich dagegen entschieden. Das ist aber die absolute Ausnahme. Was kann ein Aufsichtsrat in der AG sonst noch, um den Vorstand zu beeinflussen? Was tut der Aufsichtsrat, damit der Vorstand so das tut, was er soll? Ja. Der Aufsichtsrat ist ja das Organ, zumindest eine Aktiengesellschaft, das für die Abrufung des Vorstands zuständig ist. Also das ist natürlich an bestimmte Voraussetzungen aus dem Gesetz geknüpft, aber im GmbH-Gesetz gibt es ja solche Voraussetzungen wie Abrufung seitens der Gesellschaftsversammlung nicht. Ja, in der Tat, in der AG bestellt der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder und er widerruft die Bestellung, das heißt, er bestellt sie auch wieder ab, er beruft sie ab. Das kann er aber nicht so einfach. Was muss vorliegen, damit der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied abberufen kann? Ein wichtiger Grund. Und wo steht das? Ha, das ist die Spannung. Ja, 84.3 Aktiengesetz. Sie brauchen einen wichtigen Grund und Sie sehen da insbesondere auch der Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung ist ein solcher wichtiger Grund. Das heißt, wenn jetzt bei VW gesagt hätten, der Vorstand, der baut nur Mist, wir wollen einen neuen, dann hätte der Aufsichtsrat das Recht gehabt, den abzuberufen. Jetzt aber zu unserer GmbH. Wir haben eben gehört, nach 38 GmbH-Gesetz kann ich jederzeit ohne Grund meinen Geschäftsführer auf die Straße setzen. Aber nicht als Aufsichtsrat, sondern als Gesellschafter. Das heißt, die Gesellschafter beschließen, deine Nase gefällt uns nicht mehr, du bist raus und dann ist er abberufen. Jetzt haben wir aber dummerweise einen Aufsichtsrat. Welche Regeln gelten denn jetzt? 38 GmbH-Gesetz oder 84 Absatz 3 Aktiengesetz? Aber es könnte ja sein, dass zum Beispiel
Ja, das ist nah dran, sagen wir es so. In der Tat, die Gesellschafter haben in der GmbH zwingend ein Recht, den Geschäftsführer aus wichtigem Grund abzuberufen. Das kann man ihnen nicht wegnehmen. Frage, können wir daraus folgern, dass der Aufsichtsrat nicht aus wichtigem Grund abberufen kann? Also ist sozusagen so, es muss zwingend so sein, dass nur die Gesellschaft aus wichtigem Grund abberufen können, aber nicht der Aufsichtsrat. Ja, also in der Tat, der Punkt ist, in der GmbH hat der Aufsichtsrat, wenn nichts anderes vereinbart ist, überhaupt kein Abberufungsrecht. Der Aufsichtsrat hat keinerlei Kompetenz, Geschäftsführer zu bestellen oder abzuberufen. Allerdings kann der Gesellschaftsvertrag davon abweichen und kann dem Aufsichtsrat ein grundloses oder ein begründetes Abberufungsrecht geben, kann sagen, der darf abberufen werden aus Grund ABC. Allerdings, die Gesellschafter müssen immer das Recht haben, ohne Aufsichtsrat selbstständige Geschäftsführer abberufen zu dürfen, aus wichtigem Grund. Das heißt, das Abberufungsrecht aus wichtigem Grund verlieren sie nie. Das schließt aber nicht aus, dass der Aufsichtsrat aus wichtigem Grund abberuft. Warum ist das so? Weil die Gesellschafter möglicherweise ja auch haften, wenn nämlich der Geschäftsführer an einen Geld auszahlt, haften die anderen anteilig, wenn das Geld von dem nicht mehr zu erlangen ist, nach 31 GmbH-Gesetz. Das heißt, die tragen das Risiko und sollen daher die Chance haben, einen unzuverlässigen Geschäftsführer auch wieder rauszuwerfen, unabhängig davon, was der Aufsichtsrat sagt, der möglicherweise befangen ist, weil er vom Mehrheitsgesellschafter besetzt ist. Das heißt, das Abberufungsrecht aus wichtigem Grund kann parallel bei Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung liegen oder nur bei der Gesellschafterversammlung oder es kann überhaupt kein Recht des Aufsichtsrats geben, aber die Gesellschafterversammlung behält immer mindestens dieses Recht. Auf alle anderen Rechte kann sie verzichten. Wie ist es jetzt beim obligatorischen Aufsichtsrat? Ist es da anders? Wenn Sie 2000 Arbeitnehmer haben, Sie haben eine große GmbH und haben mehr als 2000 Arbeitnehmer und dadurch sind Sie gezwungen, einen Aufsichtsrat einzurichten. Ist es da auch so, dass die Kompetenz über die Bestellung und Abberufung bei den Gesellschaftern verbleibt? So ist es. Der Gesetzgeber hat gesagt, wenn Sie mehr als 2000 Arbeitnehmer haben, sind die Interessen der Beschäftigten so wichtig, dass die Interessen der Gesellschafter dahinter zurücktreten müssen und die Gesellschafter haben gar keine Möglichkeit mehr, Geschäftsführer zu bestellen oder abzuberufen. Das geht alles auf den Aufsichtsrat über. Der Grund ist, die Gesellschafter sind dann halt in der Minderheit im Verhältnis zu den Arbeitnehmern und die Arbeitnehmerinteressen sollen vorrangig sein. Das ist eine politische Entscheidung, damit muss man leben. Das heißt, der Aufsichtsrat in der mitbestimmten GmbH hat durchaus Macht. Er hat noch eine weitere Machtposition. Er kann nämlich Schadensersatzklagen gegen den Vorstand erheben. Was der Fakultative auch nur dann kann, wenn die Satzung ihm das überträgt. Das heißt, grundsätzlich in der mitbestimmten GmbH haben Sie weitgehend einen aktienrechtlichen Aufsichtsrat, während der Freiwillige grundsätzlich erstmal ganz wenig kann, bis auf den Zustimmungsvorbehalt. Aber Sie können dessen Kompetenzen freiwillig ausbauen, wenn Sie das für richtig halten. Zwischen diesen beiden Extremen steht der Drittelbeteiligungsaufsichtsrat, das heißt zwischen 501 und 2000 Arbeitnehmern. Für diesen mitbestimmten Aufsichtsrat gelten einige Regelungen, aber insbesondere nicht dieser 84. Das heißt, der kann nicht abberufen oder bestellen.
Sie können Ihnen aber die Rechte geben, wenn Sie das für freiwillig sinnvoll halten. Was Sie sich also merken können, ist, der 52 ist nur eine Empfehlung, was sozusagen der Gesetzgeber für sinnvoll hält. Sie können dem Aufsichtsrat mehr Rechte geben, zum Beispiel Abberufung oder Bestellung. Sie können ihm aber auch weniger Rechte geben, zum Beispiel können Sie ihm das Vetorecht entziehen. Was Sie nicht dürfen, ist ein kombiniertes Aufsichtsratsgeschäftsführungsorgan schaffen, weil das dem Sinn widerspricht. Und Sie dürfen das Ganze nicht mit abhängigen Personen, also die vom Vorstand abhängig sind, besetzen, weil dann auch die Aufsichtsfunktion nicht gewährleistet ist. Zudem dürfen Sie nicht beeinträchtigen die Informationsrechte. Der Aufsichtsrat muss wissen, worüber redet. Wenn das nicht passiert, haben Sie Pech gehabt. Ja, Aufsichtsrat nicht schwierig. Deshalb kommen wir jetzt zur GmbH und Co. KG. Die GmbH und Co. KG ist recht einfach. Wir haben eine Kommanditgesellschaft. Diese Kommanditgesellschaft sehen Sie hier links. Die hat zwei Kommanditisten, die heißen nämlich A und B. Sie hat auch eine Komplementärin und diese Komplementärin heißt GmbH. Und diese GmbH hat einen Geschäftsführer, der heißt GF. Das Bemerkenswerte an einer typischen GmbH und Co. KG ist, dass die GmbH nie als solche nach außen auftritt. Die GmbH schließt nie Verträge für sich. Die einzige Tätigkeit der GmbH besteht darin, dass sie die KG vertritt. Das heißt, die einzige Tätigkeit ist die Stellvertretung der GmbH als allein persönlich haftende Gesellschafterin. Umgekehrt, A und B treten nie nach außen auf, die geben nur Geld in die KG. Das heißt, deren Beteiligung beschränkt sich darauf, dass sie die AG finanzieren. Der Einzige, der die Geschäfte führt, ist GF und GF ist ein angestellter Geschäftsführer. Wenn wir das so sehen, fragen Sie sich wahrscheinlich, warum sollten Sie sowas Kompliziertes bauen? Und je nachdem, von welcher Seite Sie herkommen, ist die Frage, was sind die Vorteile gegenüber einer reinen GmbH und was sind die Vorteile gegenüber einer reinen KG? Und meistens fängt man an und fragt sich, was sind die Vorteile gegenüber einer Kommanditgesellschaft? Warum sowas statt einer normalen GmbH, wo dann GF der persönlich haftende Gesellschafter wäre und wir diesen Ballon hier, diese GmbH, einfach weglassen können? Was ist der Grund, warum man das macht? Genau, Sie schützen das Vermögen des Komplementärs. Das heißt, der Komplementär muss nicht unbeschränkt persönlich mit seinem Privatvermögen haften, sondern es haftet eine juristische Person und damit ist der ganze Kreislauf dann geschlossen. Gibt es noch einen weiteren Grund? Sagen wir mal, Sie haben hier Donald Trump, der sagt, ich mache das alles mit meinem Portemonnaie, ich stehe vorne dabei, I'm your president. Gibt es noch einen weiteren Grund, warum Sie vielleicht nicht unbedingt wollen, dass hier ein Mensch steht, an der Stelle? Also die KG ist ja eine Personengesellschaft und die GmbH und KG sind auch so, dass keine Körperschaftsteuer zu zahlen ist. Ja, das ist ein gutes Argument. In der Tat, die GmbH muss Körperschaftsteuer zahlen, wenn sie Gewinnanteile kriegt. Bei der KG ist es so, die KG zahlt überhaupt keine Steuern. Sie zahlen nur Einkommenssteuern, wenn das Geld hier bei Ihnen ankommt. Das heißt, steuerlich in der Tat sparen Sie die Körperschaftsteuer und Sie zahlen nur Einkommenssteuer für das Geld, was am Ende ankommt. Gut, das ist ein steuerliches Argument, aber das wäre für den Geschäftsführer gar nicht dumm. Der sagt eigentlich, ich kann alles absetzen, alles, was ich an Ausgaben für die Gesellschaft habe, kann ich direkt verrechnen. Das ist ja viel besser, als wenn der Geschäftsführer einer GmbH ist, denn da kann er nichts absetzen. Ja. Genau das ist der Punkt. Das Donald-Trump-Problem ist nämlich, wenn Sie eine KG haben und Sie haben einmal den Menschen hier vorne gewählt, dann macht der die Geschäfte.
Und Sie haben als Kommanditist im Grunde nichts zu sagen. Wenn der Mist baut, dann ist Ihr Geld weg. Bei einer GmbH haben Sie immerhin noch eine Gesellschafterversammlung und Sie können dem Geschäftsführer Weisungen erteilen. Und wenn er das anders macht, dann können Sie ihn auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Bei der KG kann der Komplementär grundsätzlich Geschäfte so führen, wie er sie für richtig hält. Weil er haftet ja auch mit seinem Privatvermögen. Und im schlimmsten Fall ist Ihr Geld dann weg. Es gibt noch einen weiteren Vorteil. Überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt den Geschäftsführer haben und irgendwann mal möchten Sie vielleicht einen erfahreneren Geschäftsführer. Die sagen, Donald Trump hat doch wenig Ahnung vom Computerbusiness, haben wir festgestellt. Sie möchten jetzt doch lieber Bill Gates. Welches Problem stellt sich, wenn Sie den Komplementär einfach mal austauschen wollen? Geht das so einfach? Wie wird man einen Komplementär wieder los und tauscht ihn aus gegen einen anderen? Gates statt Trump, nennen wir das. Gesellschaftsrecht Grundvorlesung. Ja. Ja. Das könnte man meinen, dass das so wäre. Andere Ansicht, die Rechtsprechung seit 100 Jahren. Was kann man mit Gesellschaftsbeteiligungen machen? Nach herrschender Meinung. Ja. Im GmbH, bei der KG, bei der OAG finden Sie das. Bei der OAG können Sie jemanden rausklagen. Sie können jemanden rauskündigen, heißt das da. Suchen Sie mal Kündigung im. Ja, und der verweist auf welche Norm aus dem OHG-Recht. Ja, sehen Sie, wir machen jetzt noch Personengesellschaftsrecht schnell mal eben. Alles, was man da wissen muss. Wie werde ich ihn los, mein Mitgesellschafter? Man kann ihn nach 140 HGB ausschließen. Ja, in der Tat, Sie können ihn nach 140 HGB ausschließen. Dazu brauchen Sie grundsätzlich eine gerichtliche Entscheidung. Das ist eine Gestaltungsklage, genauso wie die Anfechtungsklage in der AG. Oder die Scheidung, also es ist, entscheidet der Richter, das heißt, Sie kriegen den raus. Sie haben noch eine andere Möglichkeit, wenn Sie es schaffen, Donald Trump zu überzeugen, dass er durch Bill Gates ersetzt werden will, kann er seine Gesellschafterstellung abtreten und dann tritt Bill Gates in die Stellung von Donald Trump ein. Das macht man üblicherweise bei Kommanditanteilen, weil man halt da nicht nachzahlen muss, aber es geht auch genauso bei OHG-Beteiligung. Sie können einfach übertragen, das wird dann ausgetauscht, A gestrichen, B eingetragen. Das Problem bei dieser Nummer ist nur, da müssen dummerweise die anderen alle einverstanden sein. Das heißt, wenn Sie da jemanden austauschen wollen, brauchen Sie grundsätzlich Einstimmigkeit der übrigen Gesellschafter. Und Sie haben das zweite Problem, derjenige, den Sie haben wollen, der muss auch bereit sein, mit seinem gesamten Privatvermögen zu haften. Das heißt, der mag noch so kompetent sein, wenn er keine Lust hat, mit seinem ganzen Geld zu haften, dann wird er diesen Job nicht übernehmen. Frage, können Sie einfach jemanden einstellen, der die Geschäfte für Sie führt in der KG? Sie sagen, okay, ich heuere jetzt einen kompetenten jungen Mann an, junger Mann zum Mitreisen gesucht, kommt, sagt, okay, ich führe deine Geschäfte für dich. Geht das? Ja. In der Tat, in Personengesellschaften gilt der Grundsatz der Selbstorganschaft.
Das heißt, es muss mindestens eine denkbare Konstellation geben, in der die Letztentscheidungsbefugnis und Vertretung nach außen allein durch Gesellschafter gewährleistet ist. Das schließt nicht aus, dass die Leute anstellen, die die Geschäfte für sie führen. Die sind dann halt Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte. Die haben auch Vertretungsmacht. Aber sie haben immer mindestens einen, der nach außen auftreten darf. Und den werden sie nicht los. Das ist zwingend im KG-Recht. Ja, wenn wir die Liste also durchgehen, Fremdorganschaft geht, keine Kapitalaufbringung, keine Kapitalerhaltung. Sie können eine KG gründen mit dem Versprechen, irgendwann mal einen Euro einzahlen zu wollen und schon sind Sie dabei. Sie haben keine unternehmerische Mitbestimmung. Sie haben keinen Aufsichtsrat in der KG. Das heißt, Sie können in der KG 1 Milliarde Arbeitnehmer haben und Sie haben nie eine Mitbestimmung. Sie können immer Ihre Geschäfte führen, wie Sie wollen. Ja, Sie sind erstaunt, aber wo soll der Aufsichtsrat auch hin? Es gibt ja keine. Es gibt ja nur eine Kommanditgesellschaft. Sie brauchen für die Anteilsübertragung keine notarielle Beurkundung. Sie können also theoretisch mit Kommanditanteilen einen freien Handel machen. Sie können einen grauen Kapitalmarkt aufmachen und sagen, ey, willst du mal kaufen, hier KG-Anteil. Kostet nur 5 Euro. Und in der Tat, das steuerliche Argument, die KG zahlt keine Körperschaftssteuer, die GmbH würde Körperschaftssteuer zahlen, aber die GmbH macht bei einer GmbH und Co. KG nie Gewinne. Die Gewinne werden direkt in die KG geleitet und von der KG an die Kommanditisten. Das heißt, weil die KG keine Gewinne hat, auch keine Körperschaftssteuer. Dadurch haben sie einen höheren Gewinnanteil, als wenn Doppelsteuern kommen, nämlich einmal Kapitalertragssteuer und einmal Körperschaftssteuer. Ja, gibt es auch praktisch recht häufig. Die UG, haftungsbeschränkt, und Co-KG ist eine durchaus geläufige Rechtsform. Und zwar oft sogar nur mit einem Kommanditisten. Das heißt, Sie haben einen UG-Gesellschafter, der gleichzeitig Kommanditist der UG und Co-KG ist. Also es ist eine durchaus häufige Rechtsform. Warum macht man das? Eben aus dem Steuerargument. Ja? Also Sie sehen, tolle Nummer. Gut, wenn ich sage tolle Nummer, muss es auch irgendwelche Nachteile geben. Können Sie sich auch irgendwelche Nachteile vorstellen bei einer GmbH und Co. KG? Oder hat das alles nur Vorteile? Ist das eine tolle Sache und Win-Win-Situation für alle? Und jeder, was anderes macht, ist halt blöd. Ja, in der Tat, die Machtposition der Kommanditisten ist deutlich geringer. Das werden wir gleich noch sehen. In der GmbH haben Sie zum Beispiel nach 51a ein ganz umfassendes Auskunftsrecht. In der GmbH können Sie nach 37 dem Geschäftsführer Weisungen erteilen. Aber als Kommanditist haben Sie auf den Komplementär keinen Einfluss. Das heißt, Sie stehen da nach dem Gesetz blöd da. In der Tat, das können Sie so umgehen und das werden Sie in vielen Fällen auch so umgehen. Aber das ist nicht logisch zwingend. Es gibt Konstellationen, wo Sie gerade Wert darauf legen, dass die Kommanditisten schnell austauschbar sind. Der typische Fall sind irgendwelche Investmentgesellschaften. Sie kaufen sich einen Airbus A380 und den leasen Sie weiter an, weiß ich nicht, Etihad Airways. Dann brauchen Sie relativ viel Geld, um dieses Flugzeug zu kaufen. Und dann suchen sich viele Kommanditisten von der Straße, denen verkaufen Sie Kommanditanteile. Die wollen Sie aber nicht alle in der GmbH drin haben, weil die GmbH wollen Sie schon in Ruhe alleine führen, das machen Sie alles. Das heißt, die kriegen Anteile, das wird alles notariell nicht beurkundet, brauchen Sie ja nicht, weil Sie ja im Personengesellschaftsrecht sind. Und die geben Ihnen dann 1.000 Euro, 100.000 Euro oder irgendwas und Sie gehen dann hin und kaufen sich davon Airbusse und verließen die weiter. Das heißt, die haben kein Mitspracherecht, die sind reine Investoren. Warum nehmen sie keine AG? Ganz einfach, weil sie diesen ganzen Aufwand mit der AG nicht führen wollen. Sie wollen keinen Aufsichtsrat, sie wollen den ganzen Kram nicht. Sie wollen das alles von ihrem Wohnzimmer aus managen. Das können sie, wenn sie eine GmbH und Co. KG machen. Also quasi Win-Win wieder. Sie sind die einzige Gesellschafterin und die Geschäftsführerin der GmbH. Und die anderen sind Kommanditisten, haben ihnen nichts zu sagen. Tolle Situation. Geht.
Dafür wird die GmbH und Co. KG oft verwendet. Ja, aber denken wir nochmal an unseren Werkstattbetrieb, der eine kleine Werkstatt hier in Bonn betreibt, Bonn-Beul-Autowerkstatt, Beule nennen wir sie, und in dieser Autowerkstatt hat er eine GmbH und Co. KG versteckt, weil er Steuern sparen will. Welches Problem könnte er nun haben mit seiner GmbH und Co. KG? Warum ist es vielleicht nicht ganz so cool, wie er sich das gedacht hat? Ja, er hat in der Tat bei der Gründung erstmal eine GmbH zu gründen und eine KG zu gründen. Das macht der Notar alles in einem Aufwasch, das heißt, er macht einen Termin, beglaubigt die KG-Gründung, reicht es beim Register ein, beurkundet die GmbH-Gründung, reicht es beim Register ein. Das heißt, er hat erstmal einen Gründungsaufwand, der höher ist als bei einer reinen GmbH, weil er zwei Gesellschaften gründen muss. Gut, dann denken Sie sich, das sind Fixkosten, die er da einmal bezahlt, im Laufe der Zeit holt er es doch wieder rein. Aber wie sieht das in dem Laufe der Zeit aus? Sie haben eine GmbH und eine KG. Was könnten Sie da für ein praktisches Problem haben? Sie haben zwei Gesellschaften. Was erwartet man von Ihnen, wenn Sie zwei Gesellschaften haben? Dass ich zwei verschiedene Jahresabschlüsse mache. Dass Sie zwei Jahresabschlüsse machen. Was müssen Sie noch machen für jede Gesellschaft? Denken Sie mal an den Staat. Was will der Staat von Ihnen haben für jede der beiden Gesellschaften? Nicht nur einen Jahresabschluss, sondern was braucht der Staat? Geld, Steuern. Ja, der will auch Steuern, nämlich Gewerbesteuern. Der Staat will auch möglicherweise eine Steuererklärung, damit er nämlich weiß, wie viel Geld Sie gemacht haben. Der Staat will möglicherweise auch, dass Sie das Register regelmäßig aktualisieren, wenn da irgendwelche Sachen drin geändert werden müssen. Das heißt, Sie haben den Verwaltungsaufwand für zwei Gesellschaften, obwohl Sie de facto ja nur eine haben wollen. Das heißt, Sie zahlen im Grunde für zwei. Und das Geld, was Sie für die beiden zahlen, das müssen Sie erstmal als Gewinn wieder reinholen, beziehungsweise als Steuerersparnis, damit sich dieser Aufwand rechnet. Das heißt, Sie müssen vorher überlegen, zahle ich genug Körperschaftssteuer, dass sich der Administrativaufwand für zwei laufende Gesellschaften lohnt. Wenn die Körperschaftsteuer so niedrig ist oder Sie ohnehin keine Gewinne machen, dann brauchen Sie auch nicht den Aufwand zu treiben. Ja, das haben Sie schon alle gesehen, die Kreditwürdigkeit ist natürlich auch ein Problem. Bei einer GmbH und Co. KG haben Sie möglicherweise das Problem, dass gesagt wird, okay, bei der GmbH sind genau das Mindestkapital drin oder bei der UGH so beschränkt, zahlen Sie genau den einen Euro ein. Das eigentliche Kapital kommt nämlich nicht aus der GmbH, sondern es kommt aus der KG. Das heißt, die Gesellschaft finanziert sich durch die Kommanditanteile. Kommanditanteile haben aber ein großes praktisches Problem. Die werden nicht sozusagen mit Bericht und Prüfung und Ähnlichem erbracht. Das ist alles sehr im Dunkeln. Da gibt es keine staatliche Kontrolle bei der Eintragung, ob das Geld wirklich da ist. Das heißt, Sie bauen da sehr stark auf Sand, wenn Sie einer GmbH und Co. KG einen Kredit gewähren oder der Waren liefern auf Rechnung. Ob die Kommanditanteile bereits gezahlt sind, oder ob da sozusagen vermögenslose Sachen eingebracht worden sind, kriegen Sie bei einer KG nicht raus. Bei einer GmbH wissen Sie zumindest, wenn da Sacheinlagen sind, die waren mal was wert. Das heißt, die Kreditwürdigkeit ist nicht genauso hoch. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, steuerlich hat das auch einen Nachteil. Wenn Sie eine GmbH haben, kann die GmbH von ihrer Körperschaftssteuer abziehen, das Gehalt, was sie dem Geschäftsführer zahlt. Das heißt, es ist kein Gewinn, wenn sie einen Geschäftsführer bezahlen, wenn der Fahrtkosten hat, in dem Spesen bezahlen, wenn sie im Dienstwagen geben, außer sie kommen in die verdeckte Gewinnausschüttung. Die KG zahlt ja keine Körperschaftssteuer, das heißt, die KG kann auch nichts absetzen. Das heißt, das Geschäftsführergehalt ist nicht steuerlich absetzbar, weder für die Gesellschafter noch für die KG. Und für unsere Ein-Mann-UG haftungsbeschränkt und Co-KG mag es durchaus sinnvoll sein, diese Abzüge vorzunehmen, denn dadurch kriegt man die Körperschaftsteuer oft auf Null.
dann ist es sozusagen einfach irrelevant, ob Sie eine GmbH und Co. KG haben oder eine GmbH. So viel zum Steuerrecht. Sie sehen, Steuerrecht, können Sie viele Tricks lernen. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt GmbH und Co. KGs wie Sand am Meer und man hat das in verschiedene Typen unterschieden. Und der einfachste Fall ist das, was die Kollegin eben meinte, die sogenannte personengleiche GmbH und Co. KG. Die zeichnet sich dadurch aus, jeder Kommanditist ist auch gleichzeitig Gesellschafter der GmbH. Hat den großen Vorteil, dass die auch alle die vollen Rechte als GmbH-Gesellschafter haben und dadurch sozusagen doppelt profitieren. Sie haben die gleichen Rechte, aber steuerliche Vorteile. Praktische Bedeutung hat das in dem Fall der Ein-Personen-UG-Haftungsbeschränkung Co. KG, wo es wirklich nur einen Gesellschafter gibt, der gleichzeitig Geschäftsführer ist und Kommanditist. Das heißt, er hat drei Rollen, aber im Grunde ist es immer derselbe Mensch. Es gibt aber auch die nicht personengleiche GmbH und Co. KG. Das ist das, was ich Ihnen gesagt habe mit diesen Investmentmodellen. Da gibt es Personen, die sind nur GmbH-Gesellschafter und oder Geschäftsführer und andere Personen, die sind ausschließlich Kommanditisten. Es gibt manchmal auch Überschneidungen, aber im Grundsatz ist es so, das sind getrennte Personengruppen. Grund dafür ist, man will ungestört die Geschäfte unten machen können und die Leute oben sollen am wenigsten Mitspracherecht haben. Das hat gewisse Ähnlichkeiten mit der Aktiengesellschaft, das sind im Grunde wie Aktionäre, die nur sehr mittelbar Einfluss nehmen können und sogar noch schlechter stehen als Aktionäre, weil die auch nicht mal den Aufsichtsrat wählen können, die haben einfach gar nichts zu sagen. Dann gibt es den ganz besonders tollen Fall der sogenannten Einheitsgesellschaft. Einheitsgesellschaft bedeutet Folgendes. Sie haben die Kommanditgesellschaft und die Kommanditgesellschaft ist einzige Gesellschafterin der GmbH. Ja? Also die GmbH ist Komplementärin der Kommanditgesellschaft und die Kommanditgesellschaft ist einzige Gesellschafterin der GmbH. Das geht, weil eine KG kann Gesellschafterin einer GmbH sein und eine GmbH kann Gesellschafter oder Komplementär einer KG sein. Wer entscheidet dann, fragen Sie sich? Und die Antwort lautet, die Kommanditisten, weil natürlich die GmbH sich nicht selbst regieren kann. Das heißt, die Kommanditisten entscheiden dann am verlängerten Zügel, könnte man sagen, über die Schicksale der GmbH. Dann gibt es noch die ganz verrückte Konstellation der doppelstöckigen GmbH und Co. KG. Sie haben eine GmbH, die ist Komplementärin einer KG und diese KG ist wiederum Kommanditistin einer anderen GmbH und Co. KG. Warum macht man das? Das hat einerseits steuerrechtliche Gründe, weil es hat so ein bisschen was mit Verstecken von Gewinnen zu tun. Sie können dadurch die Gewinne in so einer Kaskade nach oben bringen, dass die irgendwie keiner zurückverfolgen kann. Der zweite Grund ist, Sie können damit relativ leicht umwandeln. Wenn Sie Sachen abspalten wollen, können Sie die eine GmbH und Co. KG rausnehmen und die andere aufrechterhalten. Sie können also sozusagen durch diese Verschachtelung relativ leicht Häppchen rausverkaufen, ohne ständig Beschlüsse durchführen zu müssen. Normalerweise haben Sie bei Umwandlung immer das Problem, dass Sie eine Dreiviertelmehrheit brauchen oder sogar Einstimmigkeit. Das können Sie hier in gewisser Weise umgehen. Letzte Möglichkeit ist die sternförmige GmbH und Co. KG. Das ist die Billigvariante. Sie haben eine GmbH und diese eine GmbH ist gleichzeitig Komplementärin für 10 KGs. Sie machen also nicht für jede GmbH und Co. KG eine eigene GmbH, sondern Sie haben eine GmbH und 10 KGs drumherum gemacht, einen ganzen Strauß. Probleme kriegen Sie dann, wenn die KGs dasselbe machen, denn dann haben Sie ein Wettbewerbsverbot und die eine GmbH würde ja bei der Konkurrenz tätig sein. Das heißt, dann müssen Sie ausdrücklich im Gesellschaftsvertrag die GmbH vom Wettbewerbsverbot befreien, denn sonst kann sie ihre Pflichten nicht erfüllen. Also Sie sehen, mit der GmbH und Co. KG können Sie die tollsten Sachen machen. Welche Probleme könnte man damit haben? Tja, fragen wir uns alle. Dazu gucken wir zunächst mal ins HGB. Und da sehen wir, das ist eine ganz normale KG. Für die KG gilt hilfsweise OHG-Recht, für die OHG gilt hilfsweise BGB-Gesellschaftsrecht.
ohne Besonderheiten, ohne Tricks und doppelten Boden. Vertreten wird diese KG auch ganz normal durch ihre persönlich und unbeschränkt haftenden Gesellschafter, nicht durch die Kommanditisten, das ist ausdrücklich ausgeschlossen nach 170 HGB, die Kommanditisten haben keinerlei Vertretungsmacht. Damit wird die KG vertreten durch die GmbH, die ist rechtsfähig und damit fähig, Gesellschafterin einer KG zu sein. Und die GmbH wird ganz normal vertreten durch ihren Geschäftsführer. Also eine ganz einfache Struktur. Wenn Sie einen Vertrag mit einer GmbH und Co. KG haben, können Sie daher klagen gegen die KG. Ganz normal, die ist rechtsfähig, 161-224. Die KG wird Ihnen dann hoffentlich Ihr Geld zahlen. Sie können auch klagen gegen die GmbH selbstverständlich. Wenn Sie gegen die GmbH klagen, wird die GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin nach 161-228 Ihnen auch das Geld bezahlen. Sie können sogar gegen die Kommanditisten zahlen, solange die ihre Einlage nicht erbracht haben oder die Einlage an sie zurückgewährt worden ist, haften die auch im Außenverhältnis unbeschränkt persönlich, beziehungsweise beschränkt persönlich auf den Betrag. Und gegen die GmbH-Gesellschafter können Sie dann vorgehen, wenn Sie einen Fall des 826 haben, Sie erinnern sich, Vermögensvermischung. Nicht der Fall des existenzvernichtenden Eingriffs, weil der nur eine Innenhaftung begründet. Aber wenn Sie Vermögensvermischung haben zwischen GmbH und KG und oder Gesellschafter, kommen Sie über 826 auch an die GmbH-Gesellschafter. Etwas schwieriger ist die Haftung vor der Eintragung der Kommanditgesellschaft. Sie erinnern sich vielleicht ganz, ganz düster, im Grundstudium haben Sie gesprochen über 176 HGB. 176 sagt, vor der Eintragung der KG haften die Kommanditisten unbeschränkt und persönlich, beziehungsweise sie haften wie OHG-Gesellschafter. Dieses Ergebnis wird aber von den meisten Gerichten und Literatur als unbillig empfunden. Wenn jemand auftritt als GmbH und Co. KG, dann ist der Verkehr nicht schutzwürdig, weil der Verkehr davon ausgeht, dass ausschließlich das Vermögen der GmbH unbeschränkt haftet und die anderen nur beschränkt. Deshalb zieht man hier 123 HGB heran und sagt, es haften nur die, die der Aufnahme des Geschäfts im Außenverhältnis zugestimmt haben. Die Kommanditisten, die nicht gefragt worden sind, haften hingegen nur beschränkt. Der Grund nochmal, der Verkehr ist gewarnt. Wer als GmbH und Co. KG auftritt, erweckt nicht den Anschein, da würden Leute unbeschränkt haften und daher sind die Kommanditisten vorrangig schutzbedürftig. Vor der Eintragung der GmbH haften die Geschäftsführer mit ihrem Privatvermögen nach 11 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Sie sind Handelnde und haften damit zusätzlich zu KG und vor GmbH mit ihrem Privatvermögen für alle Schulden. Sie sehen also, es gibt eine ganze Reihe Menschen, die man verklagen kann, wenn man einen Vertrag mit einer GmbH und Co. KG hat. Trotzdem hat der Gesetzgeber gesagt, ist eine GmbH und Co. KG gefährlich. Und er hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um einen Missbrauch zu verhindern. Die erste Maßnahme ist § 19 Absatz 2 HGB und da steht drin, wenn man eine KG hat, wo kein Mensch persönlich haftet, muss die Firma zusätzlich den Zusatz haftungsbeschränkt enthalten. Daher GmbH und Co. KG, Sie können nicht einfach nur als KG auftreten. Obwohl Sie eine KG sind, müssen Sie immer die GmbH mit in der Firma führen. Weil wenn Sie das nicht führen würden, würde jeder denken, da haftet ein Mensch mit seinem Privatvermögen und diesen Anschein gilt es zu vermeiden. Die zweite Stufe des Schutzes soll bewirkt werden durch 177a. 177a verweist auf die Anwendung von Regeln des OHG-Rechts. 177a sagt nämlich,
Wenn ich eine Gesellschaft habe, bei der eine natürliche Person Kommanditist ist, muss ich zusätzlich kenntlich machen auf meinen Geschäftsbriefen, dass die einzig unbeschränkt haftende Person eine GmbH, AG, UG haftungsbeschränkt oder ähnliches ist. 125a sagt nämlich, ich muss auf allen meinen Geschäftsbriefen angeben, Rechtsform, Sitz der Gesellschaft, Registerrecht, Handelsregisternummer und bei Gesellschaften ohne unbeschränkt haftende natürliche Person die Firmen der Gesellschafter sowie für die Gesellschafter die nach 35a erforderlichen Angaben. Das heißt, ich muss angeben, persönlich haftende Gesellschafterin ist die A GmbH oder die A und B GmbH sind persönlich haftende Gesellschafter. Ich muss deren Geschäftsführer nennen, ich muss für die nennen die Handelsregisternummer und den Aufsichtsratsvorsitzenden, wenn es einen gibt. Das steht in 35a. Der Sinn ist, ich soll nicht meinen Pflichten entgehen können, indem ich eine KG drüber stülpe und dadurch die Geschäftsführung geheim halte. 130a HGB ist eine insolvenzrechtliche Vorschrift. Ich habe Ihnen gesagt, die Hauptpflicht des Geschäftsführers einer GmbH ist, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung Insolvenzantrag zu stellen nach 15a Insolvenzordnung. Nach 130a HGB gilt das Ganze auch, wenn eine GmbH einzige persönlich haftende Gesellschafterin einer OHG ist und nach 177a, wenn die einzig unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer KG juristische Person sind, dann muss ich Insolvenz über die KG oder OHG eröffnen, wenn die GmbH oder AG insolvent ist. Das heißt, die Pleite des unbeschränkt haftenden Gesellschafters überträgt sich auf die Personengesellschaft. Schließlich hat der Gesetzgeber noch als letzte Phase aufgrund von Europarecht gesagt, sind diese Unternehmen auch rechnungslegungspflichtig. Die müssen also ihre Jahresabschlüsse offenlegen, obwohl es eine KG ist. Und Sie wissen, bei Personengesellschaften ist es grundsätzlich so, dass Sie über die keine Informationen finden. Hier müssen die jedes Jahr ihren Jahresabschluss entweder hinterlegen oder veröffentlichen im elektronischen Bundesanzeiger bzw. im Unternehmensregister. Weil man sagt, hier ist kein Datenschutz betroffen, es geht ja nicht um Menschen, es geht ja um Daten einer juristischen Person. Denn hinter der KG stehen keine Menschen, da steht nur eine dubiose GmbH oder AG. Insofern ist das Außenverhältnis der GmbH und Co. KG sehr stark angenähert an das, was wir bei der GmbH haben. Ich muss die Firma so gestalten, dass jeder sieht, dass ich haftungsbeschränkt bin. Ich muss Angaben auf Geschäftsbriefen machen. Ich muss Insolvenzantrag stellen, wenn die Kapitalgesellschaft insolvent wird. Und ich muss Rechnungslegung machen, damit die Öffentlichkeit sieht, wie es um meine Finanzen bestellt ist. Das heißt, wir haben hier einen sehr schwierigen Schutz der Öffentlichkeit. Das zum Außenverhältnis. Wo es ein Außenverhältnis gibt, gibt es auch ein Innenverhältnis. Und Sie haben schon gesehen, ich habe Ihnen gesagt, die GmbH-Gesellschafter haben die Premiumstellung, die können dem Geschäftsführer Weisungen erteilen und kriegen Auskunft. Die Kommanditisten haben sozusagen die billigen Plätze, die haben nämlich keine Weisungsrechte und keine Auskunftsrechte. Das können wir uns etwas näher angucken. Wenn wir uns nämlich angucken, 166 HGB, sagt er uns, ein Kommanditist darf abschriftliche Mitteilung des Jahresabschlusses verlangen und darf dessen Richtigkeit unter Einsicht der Bücher und Papiere prüfen. Und auf Antrag kann das Gericht, wenn wichtige Gründe vorliegen, die Mitteilung einer Bilanz und eines Jahresabschlusses und sonstige Aufklärung sowie die Vorlegung von Büchern und Papieren jederzeit anordnen. Das ist es aber auch. Mehr darf der Kommanditist nicht verlangen. Jetzt sagen Sie, wieso, was will der denn mehr? Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen, was der mehr will. Nämlich er will 51a GmbH-Gesetz. 51a GmbH-Gesetz sagt nämlich,
die Geschäftsführer haben jedem Gesellschafter, auch wenn er nur mit 0,00001% beteiligt ist, auf Verlangen unverzüglich Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, und zwar ohne Beschränkung, worüber, und die Einsicht der Bücher und Schriften zu gewähren, und zwar aller Bücher und aller Schriften, ohne die Einschränkungen des 166. Und wenn Sie noch zu Ende lesen, steht sogar ganz am Ende, von diesen Vorschriften kann im Gesellschaftsvertrag nicht abgewichen werden. Das heißt, das ist ein Mindestrecht. Dieses Recht ist unentziehbar für den GmbH-Gesellschafter. Die einzige Ausnahme finden Sie in 51a Absatz 2, Auskunftsverweigerung, wenn zu besorgen ist, dass der Gesellschafter sie zu gesellschaftsfremden Zwecken verwenden und, das ist wichtig, dadurch der Gesellschaft oder einem Verbundunternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zufügen wird. Das bedeutet, nur dann, wenn wirklich die Gefahr besteht, dass sie der Gesellschaft Schaden zufügen durch eigene Verwendung, die sachfremd ist, darf die Auskunft verweigert werden. Ein so weitgehendes Auskunftsrecht kennen wir sonst nirgends. Sie erinnern sich, im Aktienrecht 131 hat einen ganz langen Ausnahmekatalog. Hier nur diese eine Ausnahme. Ja, warum ist das problematisch? Jede Angelegenheit der KG ist auch eine Angelegenheit der GmbH. Weil nämlich die GmbH mit ihrem Vermögen für alle Schulden der KG haftet, hat der GmbH-Gesellschaft ein großes Interesse daran zu erfahren, wie es denn in der KG steht. Daher muss der GmbH-Geschäftsführer die Gesellschafter der GmbH über alle Angelegenheiten der KG umfassend informieren. Das heißt, als GmbH-Gesellschafter erfahren Sie alles, uneingeschränkt. Und zwar nicht nur die Angelegenheiten der GmbH, sondern auch die Angelegenheiten der KG. Denn Sie müssen ja kalkulieren können, ob da Gefahren drohen für das Vermögen der GmbH. Umgekehrt, Angelegenheiten der GmbH sind keine Angelegenheiten der KG. Denn wenn es der GmbH schlecht geht, ist das halt genauso, als wenn es dem unbeschränkt haftenden natürlichen Gesellschafter schlecht geht. Das ist sozusagen irrelevant. Das hat zur Folge, dass die reinen GmbH-Gesellschafter, die reinen KG-Gesellschafter nichts erfahren über das, was in der GmbH vorgeht. Die erfahren maximal den Jahresabschluss der KG und das war's. Wenn wir dieses Ergebnis haben und sagen, im Grunde haften aber alle nur beschränkt auf ihre Einlage. Die einen haben an die KG eine Million gezahlt, die anderen haben an die GmbH eine Million gezahlt, aber mehr haben die nicht getan. Dann drängt sich für viele Juristen die Frage auf, ist diese Ungleichbehandlung zulässig? Oder ist das Ganze vielleicht verfassungswidrig oder irgendwie treuwidrig oder irgendwie skandalös? Und in der Tat gibt es eine Meinung in der Literatur, die sagt, das Ergebnis kann so nicht stehen bleiben. Wir müssen den 51a GmbH-Gesetz analog auf die Kommanditisten anwenden, weil die im Grunde wirtschaftlich einem GmbH-Gesellschafter gleichstehen. Die haben auch ihre Einlage erbracht und haben das gleiche Interesse am Erfolg des Gesamtunternehmens. Analogie setzt voraus eine planwidrige Regelungslücke und da setzt die Gegenansicht an und sagt, Moment mal, wir haben ja Regelungen zur GmbH und Co. KG im Gesetz, haben wir eben gesehen. Und diese Regelung, dass es Auskunftsrechte geben soll, haben wir gerade nicht. Und wenn der Gesetzgeber das Problem der GmbH und Co. KG gesehen hat und diese Streitigkeiten seit 40 Jahren sich anguckt und keine Regelung trifft, können wir vermuten, dass es dem Gesetzgeber wohl nicht wichtig ist. Also ist es keine planwidrige Regelungslücke, sondern eine beabsichtigte Regelungslücke und damit ist eine Analogie versperrt. Stattdessen, wenn man es anders haben will, muss man sich halt einen besseren Vertrag beschaffen. Ich kann durchaus in die Verträge reinschreiben, dass die Kommanditisten Informationsrechte kriegen. Wenn ich also ein schlauer Gesellschafter bin, informiere ich mich von meinem Investment und lasse mir Informationsrechte gewähren. Wenn ich es nicht tue, habe ich halt Pech gehabt. Dagegen sagen die Leute, die Analogie anwenden wollen, das
unterläuft ja gerade den Zweck des 51a. Der 51a sagt, das ist ein unabdingbares Mindestrecht. Und wenn ich den sozusagen hier nur über den Vertrag positiv reinkriege, verlange ich von den Gesellschaften etwas, was der Gesetzgeber da offenbar als praktisch nicht gegeben ansieht, nämlich die Fähigkeit zum selbstständigen Denken. Wenn die Gesellschafter sozusagen im GmbH-Recht schon nicht in der Lage sind, ihre Position zu sichern, werden wir es in der KG auch nicht besser haben. Und das heißt, diese Lösung in der Praxis läuft leer und die Kommanditisten werden über den Tisch gezogen. Und da sagt dann die Gegenansicht wieder zu, Pech gehabt. Ist halt so, manche Menschen werden über den Tisch gezogen, so ist das Leben. Ja, Sie können hier jeder Ansicht folgen. Die herrschende Meinung, beziehungsweise die Rechtsprechung sagt, Analogie ist ausgeschlossen, weil der Gesetzgeber das Problem kennt. Die Literatur sagt fast einhellig, wenn ich es recht sehe, da muss eine Analogie her, weil diese Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt ist. Ich habe dazu persönlich keine Meinung, weil ich noch nie in der KG investiert habe. Vielleicht, wenn ich investiert hätte, auf die Nase gefallen wäre, würde ich mit der Literatur anschließen. Aber so ist es mir momentan relativ egal. Deshalb suchen Sie sich eine Ansicht aus, sind beide toll. Ja, dasselbe Problem wie mit der Auskunft, nur noch vielleicht ein bisschen schlimmer, haben wir auch bei Geschäftsführung und Vertretung. Die GmbH-Gesellschafter dürfen dem Geschäftsführer unmittelbar Weisungen erteilen, und zwar Weisungen in Bezug auf seine Geschäftsführung nicht nur für die GmbH, sondern gerade auch für die KG. Denn die GmbH macht ja nichts anderes, als Geschäfte der KG zu führen. Die Kommanditisten sind hingegen ausgeschlossen, mit der einzigen Ausnahme, dass es um Grundsatzgeschäfte geht. Also wenn die GmbH hingehen würde und die Hafenbetriebe verkaufen würde, irgend sowas, dann dürften die Kommanditisten mitstimmen, aber bei allen anderen Sachen haben die nichts zu sagen. Auch hier wieder das Problem, beide haben nur eine beschränkte Einlage bewirkt. Warum sollen die einen entscheiden dürfen über das Vermögen der anderen? Auch hier wieder herrscht Literatur, ungerecht, Rechtsprechung. Wenn der Gesetzgeber hier was machen wollte, hätte er es wohl geregelt. Und wer selber nur als Kommanditist dabei ist, hat sich halt nicht hinreichend geschützt. Er hätte sich ja irgendwelche Sonderrechte einräumen können. Sie sehen also, es gibt ein ganz klares Muster. Die einen sagen, steht nichts im Gesetz, Pech gehabt. Die anderen wenden immer die Regeln analog an. Kann man alles machen, wie man will. Das hier müssen Sie allerdings kennen. Der BGH hat in einer recht frühen Entscheidung, nämlich in BGHZ 75-321, folgenden Fall gehabt. Es gab eine KG und einziger Gesellschafter dieser KG war eine GmbH. Und zusammen bilden sie dann eine GmbH und Co-KG. Das sehen Sie da rechts hinter dieser geschweiften Klammer. Diese GmbH wiederum hatte genau einen Geschäftsführer, der auch gleichzeitig der einzige Gesellschafter der GmbH war. Und dieser Geschäftsführer baute Mist. Vereinfacht gesagt, unterstellen wir mal, der nahm das Geld der KG, ging ins Casino, setzte alles auf Rot und verlor. Das war schlecht. Und nun gab es Kommanditisten und die Kommanditisten verklagten den Geschäftsführer der GmbH auf Zahlung an die KG. Die wollten also Schadensersatz wegen des Geldes, was der Geschäftsführer verspielt hat, an die KG. Und das erste Problem, was man sich da stellt in dem Fall ist, was könnte denn da die Anspruchsgrundlage sein? Es kam im Januar im Staatsexamen, wenn Sie es wissen wollen, in der Pflichtfachprüfung. Die Klausur habe ich nämlich gestellt, daher weiß ich das. Und ich habe die auch korrigiert. Also die Frage war, was ist die Anspruchsgrundlage? Ha, sehen Sie, wir lernen hier auch was für die Pflichtfachprüfung. Also die KG will Geld vom Geschäftsführer. Der Geschäftsführer der GmbH wohlgemerkt. Nicht der Geschäftsführer der KG, weil die KG hat halt keinen Geschäftsführer. Was könnte da eine Anspruchsgrundlage sein? Sie können sich vorstellen, der BGH mit voller Senatsbesetzung überlegt, wie er dieses Problem in den Griff kriegt. Die besten Richter Deutschlands sitzen da, diskutieren das wochenlang. Und Sie haben in der Examensklausur dummerweise nur eine Stunde Zeit,
den Fall zu lösen. Ja? Ja. Und da wäre ja eigentlich die Anspruchsgrundlage 280, wenn man da nicht verletzt. Ja. Und der Geschäftsführer vertritt hier die GmbH und die GmbH muss sich das Handeln ihres Geschäftsführers nach 31 BGB anonym zulassen lassen. Ja. Also hätte ich jetzt einfach mal 280. Ja, das Problem ist, damit kriegen Sie einen Anspruch gegen die GmbH. Das Problem ist, die GmbH will man gar nicht verklagen. Die wollen verklagen unmittelbar den hier. Und der sagt nicht ganz zu Unrecht, ich habe einen Vertrag, klar, mein Gehalt kriege ich aber nicht von dir, mein Gehalt kriege ich von der GmbH. Ich bin Angestellter der GmbH, mit dir habe ich gar nichts zu tun. Der ist ja nicht doof. Wie willst du mich verklagen? Deliktsrecht? Ha, welches Rechtsgut denn? 823.2, welches Schutzgesetz denn? Ha, Pech gehabt. Versuche ich euch zu verklagen, ich bin haftungsfrei. Natürlich könnte mich die GmbH verklagen, 43.2 GmbH-Gesetz, aber die GmbH wird vertreten durch ihren Geschäftsführer, wenn der Geschäftsführer nichts macht, durch ihren Alleingesellschafter, aber es bin ja alles ich und ich verklage mich auch nicht selber, ich bin doch nicht blöd. Ich verklage mich nicht selber, also... Pech gehabt, verklagt die GmbH, die ist dann halt pleite. Tolle Sache, nützt dir nichts. Das war seine Überlegung. Das ist ein toller Fall, ja, sehr anschaulich. Das sieht irgendwie nach Bereicherungsrecht aus. Bereicherungsrecht nützt Ihnen auch nichts. Der hat das Geld wirklich verspielt, der hat es in die eigene Tasche gesteckt. Ja. Das ist jetzt ein bisschen weitergehen wollte, aber kann man im Prinzip in dem Geschäftsführervertrag des Geschäftsführers mit der GmbH eine gewisse Schutzwirkung für Dritte, also für die KG-Gesellschafter sehen? Ja, das ist gar nicht so dumm und in der Tat ist das auch das, was man hier sehen kann, nämlich wir haben hier einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, der setzt nämlich voraus Leistungsnähe. Leistungsnähe bedeutet, mit dem Erfolg, den der Geschäftsführer bewirken kann, kommt die KG genauso in Berührung wie die GmbH als Vertragspartner. Was macht der Geschäftsführer? Er führt die Geschäfte der GmbH und in dem Moment, wo er die Geschäfte schlecht führt, führt das automatisch zu einer Minderung des Vermögens der KG, weil die Tätigkeit der GmbH ja gerade die Vertretung der KG ist. Ja, Sie sehen die Logik dahinter? Natürlich besteht Leistungsnähe, denn jedes Geld, was der GmbH-Geschäftsführer verspielt, ist Geld der KG. Leistungsnähe offensichtlich plus. Problem ist Gläubigernähe. Bei der Gläubigernähe könnte man auf die Idee kommen, sagt man, Moment mal, der ist doch Angestellter der GmbH und Geschäftsführer der GmbH ist doch hier auch er selbst. Warum soll er also gegenüber einer KG, wo irgendjemand anders beteiligt ist, hier was machen? Sie müssen prüfen, besteht Nähe zwischen der GmbH und der KG. Das ist die Gläubigernähe. Gläubiger der Pflicht des Geschäftsführers ist die GmbH und es muss eine Nähe zur KG bestehen. Und das ist auch ziemlich offensichtlich. Natürlich hat die GmbH gegenüber der KG eine Treupflicht und damit besteht eine unheimliche Verbundenheit zwischen den beiden. Die GmbH muss gerade das Vermögen der KG schützen, damit haben wir auch Gläubigernähe. Erkennbarkeit für den Geschäftsführer. Ganz einfach, wenn ich Geschäftsführer einer GmbH und Co. KG werde, beziehungsweise einer GmbH, deren einzige Tätigkeit die Vertretung einer KG ist, ist es selbstverständlich, dass ich auch für die KG irgendwie Vorsicht walten lassen muss. Und dann Schutzbedürftigkeit, ganz offensichtlich haben wir gerade gesehen, die KG hat keinen Anspruch gegen den Geschäftsführer der GmbH. Das heißt, wir haben hier einen ganz offensichtlichen Fall eines Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Es liegen alle Voraussetzungen vor.
Wohl und Wehe brauchen wir nicht mehr, nur falls Sie auf die Idee kommen sollten. Wohl und Wehe haben wir schon seit 40 Jahren nicht mehr gemacht. Also, das ist ein Fall eines Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Ein ganz offensichtlicher. Ja, Sie glauben das nicht, aber es ist so. Ja? Ja, können Sie fragen. Ich kann Ihnen sogar ziemlich genau sagen. Ich glaube, ich habe 56 Klausuren korrigiert. Von den 56 Klausuren haben 12 10 Punkte und besser. 3, 4, 6 sind durchgefallen. Und der Rest liegt dann halt so zwischen ausreichend und 9 Punkten. Wenn Sie die schlechteste Klausur meines Lebens hören wollen, das war die Klausur im April diesen Jahres, da sind 75% durchgefallen. Aber nicht, weil sowas Verrücktes dran gekommen ist, da ist nämlich dran gekommen, im Grunde mussten Sie nur prüfen einen Anspruch aus Rücktritt und einen Anspruch aus Bereicherungsrecht. Und da ungefähr 3/4 Leute der Meinung waren, in dem Moment, wo ich zurücktrete, fällt damit auch der Rechtsgrund weg und ich kann Ansprüche aus 8.12 geltend machen, sind die alle einfach durchgefallen. Weil es ist schlicht nicht so. Der Rücktritt bewirkt nicht, dass der Rechtsgrund wegfällt. Der Rücktritt bewirkt, dass das Schuldfeld zu einem Rückgewährschuldfeld sich wandelt und damit 346, 347 Anwendung finden. Wenn der Rechtsgrund wegfallen würde, würden Sie nach 8.18 kommen und hätten ganz andere Folgen raus. Das ist so offensichtlich, dass ich sagen muss, da fällt man halt durch. Also Sie sehen, bei dieser Klausur hätten Sie Punkte ohne Ende machen können, weil das wirklich einfach war und man da total gut absagen konnte. Während bei der Klausur mit Rücktritt und Bereicherungsrecht, da wären Sie alle durchgefallen. Merken Sie sich, die schwersten Klausuren sind die besten. So, wir haben jetzt noch ganz wenig Zeit, müssen ganz kurz noch gucken auf die Finanzierung. Finanzierung bei der KG brauchen Sie im Grundsatz als Kommunitist erstmal nichts einzuzahlen. Solange Sie nicht eingezahlt haben, haften Sie halt genau in der Höhe Ihrer versprochenen Einlage und können in der Höhe persönlich in Anspruch genommen werden. Bei der GmbH haben wir gelernt, müssen Sie zumindest einen gewissen Anteil einzahlen. Nämlich wie viel? Wenn Sie eine Einlage von 100 Euro haben, wie viel müssen Sie mindestens sofort einzahlen? Ist es die Hälfte des Stammkapitals, nur mal so als Test? Sie müssen insgesamt, Sie müssen persönlich 1/4 und insgesamt die Hälfte. Ich frage nur, die Hälfte von was denn? Von dem, was ich in meinem Gesellschaftsvertrag. Ist das so? Gucken Sie mal nach. Ach so, nee, von den 25.000. So ist es. Sie müssen die Hälfte des Mindeststammkapitals einzahlen, nicht die Hälfte des Vereinbarten. Das heißt, immer die Hälfte von 25.000 sind 12.500, auch wenn Sie 1 Million haben. Sie müssen halt immer nur das Viertel einzahlen von Ihrem Anteil. So, das heißt, hier haben Sie grundsätzlich Aufbringung Voreintragung bei der KG grundsätzlich, wann immer Sie wollen. Bei der KG ist es weiterhin so, der Kommunitist kann seine Einlage sich zurückbezahlen lassen. Dann lädt seine Haftung halt wieder auf, aber er kann einfach zurückzahlen lassen, wieder einzahlen, hin und her. Das ist grundsätzlich okay. Das Gesetz sieht das vor. In der GmbH ist es so, wenn einer seine Einlage zurückgekriegt hat, verbotswidrigerweise, haften die anderen auf Ausfall. Auch das haben wir in der KG nicht. Wenn ein Kommunist sein Geld zurückgekriegt hat, betrifft das die Haftung der anderen nicht. Es gibt keine Ausfallhaftung. Das heißt, aus Sicht der Investoren ist die Stellung als Kommunitist die bessere. Sie müssen nicht in Vorkasse treten und können das Geld zurückfordern und haben keine Ausfallhaftung. Also eine große Win-Win-Position. Der Gesetzgeber hat eine einzige Regelung geschaffen zur Kapitalerhaltung in der KG und diese Regelung betrifft zudem noch einen Sonderfall, nämlich diese Einheits-KG, die wir eben gehört haben. Und da steht drin, 172 Absatz 6, gegenüber den Gläubigern einer Gesellschaft, bei der keine persönlich haftende Person, persönlich haftender Gesellschafter ist, gilt die Einlage eines Kommunitisten als nicht geleistet, soweit sie in Anteilen an den persönlich haftenden Gesellschaftern bewirkt ist. Das heißt, wenn Sie Ihre Kommanditeinlage
erfüllen, indem Sie GmbH-Geschäftsanteile einbringen, gilt das nicht als Leistung. Weil sonst haben Sie diesen Zirkel und das soll nicht gehen. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier eine Regelung getroffen. Der BGH hat aber das Problem noch erweitert. Er hat nämlich gesehen, wenn ich Kommanditist und gleichzeitig GmbH-Gesellschafter bin. Sie sehen das in dem Kreis da oben, der ist Kommanditist und GmbH-Gesellschafter und greife in die Kasse nicht der GmbH, sondern in die Kasse der KG, habe ich ein Problem mit unserem Paragraphen 30. Der Paragraph 30 sagt nämlich, es ist verboten, vom Vermögen der GmbH was wegzunehmen. Aus dem Vermögen einer KG kann ich grundsätzlich wegnehmen, was ich will, weil da haben wir eben gesehen, 172, da bin ich nicht verpflichtet, das drin zu lassen. Der BGH sagt, in dem Moment, wo ich der KG wegnehme, muss ja irgendjemand dafür haften und da haften dann die persönlich haftenden Gesellschafter, das heißt die GmbH. Wenn ich also das KG-Vermögen auf Null senke, dann weiß ich genau, jede Schuld der KG wird auf einmal zu einer Schuld der GmbH. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich in das Graue reingreife oder in das Weiße reingreife. In beiden Fällen wird die Vermögensmasse insgesamt reduziert. Eine mittelbare Reduktion des Vermögens. Und der BGH sagt, in dem Moment, wo ich das tue und das Vermögen in der Summe unter Stammkapital sinkt, das Vermögen von KG und GmbH unter das Stammkapital der GmbH sinkt, hafte ich auf Rückzahlung gegenüber der GmbH. Und zwar nicht nur ich, sondern auch alle anderen GmbH-Gesellschafter. Das heißt, obwohl die Zahlung aus dem Vermögen der KG erfolgt ist, gilt sie als Zahlung aus dem GmbH-Vermögen. Die entscheidende Entscheidung dazu ist BGHZ 110.342. Da hat der BGH gesagt, die mittelbare Auszahlung aus dem GmbH-Vermögen wird genauso behandelt wie die unmittelbare Auszahlung. Und eine Zahlung aus dem KG-Vermögen ist immer eine mittelbare Reduktion des Vermögens der GmbH. Nochmal, die Folge davon ist vor allen Dingen, dass Sie an die GmbH zurückzahlen müssen und dass Ihre Mitgesellschafter haften, wenn das Geld bei Ihnen nicht zu holen ist. Das heißt, hier haben Sie eine deutlich verschärfte Kapitalwiederauffüllungspflicht gegenüber dem KG-Recht, was sagt, reingreifen, rausholen, ist uns alles egal. So, damit haben wir die GmbH und Co. KG abgeschlossen. Das freut Sie natürlich alle sehr, denn nächste Woche machen wir dann Klausurvorbereitung. Diese Klausurvorbereitung wird so aussehen, dass wir uns hier drei kurze Fälle ansehen, die so in der Klausur kommen könnten, damit Sie ungefähr wissen, was man für so eine Klausur braucht. Wenn Sie die Klausur nicht mitschreiben, brauchen Sie natürlich auch nicht unbedingt zu kommen, außer Sie wollen unbedingt mal Fallbearbeitung im Gesellschaftsrecht sehen. Das kann ich Ihnen nicht verwehren, denn wie Sie gesehen haben, kann das ja auch in der staatlichen Pflichtfachprüfung kommen. Und wenn Sie dann gut vorbereitet sind, können Sie da 18 Punkte machen. Und wenn Sie schlecht vorbereitet sind, halt nicht. Also, bis nächsten Montag.